Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI 2 der Omnibus Simulator. Heute stehen wir auf Lemmental mal wieder nach längerer Zeit mit der Linie 459 und dem Citaro G. Facelift G, Entschuldigung. Und das bei 21 Grad Außentemperatur. Also ein bisschen wärmer. Nicht ganz so warm, wie wir es jetzt im Real Life haben. Aber immerhin ein bisschen, ne? So. Oder im Real Life hatten, sag ich mal. Machen die Automatik mal an für den Fall aller Fälle. Dachfenster auf. Jö. Kasse. Machen wir. Linie 45900. Route 1. Zum ZOB fahren wir. Das Grünhöfchen. Da fahren wir los. Aber wir fahren zum ZOB. Jawohl. ZOB Altstadt. Nee, Vollbeleuchtung nicht, aber so. Können wir schon machen. Das ist aber ein schöner Spawnpunkt hier. Gucken, ob das so reicht. Mit Standgas hier ranrollen. So, machen wir den hier. So, ja komm. Nee, steigt nicht ein. Cool, ja, dann müssen wir eine Runde fahren. Müssen wir eine Runde fahren hier. Ich habe so das Gefühl, dass das eigentlich eine Linie... Oh, jetzt habe ich... Aua, jetzt habe ich Gas mit Bremse verwechselt. Hoppala. So. Gucken wir mal, lässt er uns? Bitte lass uns einfach durch. Also wie gesagt, ich habe so gerade das Gefühl, dass das hier eine Solobuslinie ist. Aber egal, das schaffen wir mit dem Gelenkbus. Nächste Haltestelle, Brechtsholz, alter Bahnhof. Es sei denn, wir kommen um das Haltestellenschild nicht rum. Nein! Scheiße. Ich mach direkt den Bus kaputt hier. Wenn jetzt schon der Knickschutz reinspringt, dann haben wir aber einen ziemlich starken Winkel hinten da. Heieiei. Es geht ja schon mal gut los, immer jetzt ja. So. Den reparieren wir nochmal. Hier tragen wir nochmal Route 2 ein. Natürlich, bitteschön. So. 459. 459. Na, let's. Let's play. Ha! Und 0,2 haben wir noch. Gut, vom Fahrgastaufkommen hätte wahrscheinlich auch ein Solobus gereicht. Ist egal, ist egal. Ich glaube generell, dass Lemmental eher so eine Solobuskarte ist. Hier lenken wir mal ein bisschen früher ein, damit wir hier einfacher rumkommen. Es scheint geklappt zu haben. Jawohl. Ja, ist ja easy. Schaffen wir, ne? Schaffen wir. Bretzholz, alter Bahnhof. Jö, ach so, ich dachte... Ich habe im ersten Moment gedacht, der parkt da nicht, sondern der fährt da wirklich hin. So, schnell rum, bevor der mir in den Karren fährt. Ja, jetzt hat uns ja endlich das warme Wetter eingeholt, sag ich mal. Hier sind durch und durch gute Wettervorhersagen. Außer natürlich am Pfingstwochenende, da wird es dann kalt. Und dann, wenn du wieder arbeiten gehen musst oder Uni hast oder Schule oder was auch, was weiß ich. Da musst du dann, da ist dann wieder gutes Wetter. Ja, das ist dann echt immer schön. Also, du sitzt dann da in der Uni oder bei der Arbeit und denkst dir, jawohl, schönes Wetter, alles top. Aber du sitzt hier in deinem schönen Gebäude. Und darfst nichts machen, außer natürlich arbeiten oder Uni-Zeug. Das ist immer schön. Da freut man sich doch immer. Sü. Das ist im Prinzip jetzt hier eine etwas kürzere Linie.
Aber ist ja nicht schlimm. Nehme ich auch durch so ein bisschen Zeitdruck auf, ehrlich gesagt. Also, was heißt Zeitdruck? Aber relativ knapp, sagen wir mal. Aber, ach guck mal, jetzt geht die Klimaanlage an. Aber ich nehme jetzt in wunderschönen 60 FPS auf, weil ich nämlich jetzt mit OBS Studio aufnehme, was so Spiele wie OMSI und so wunderbar schön aufnimmt, weil es die einfach über die Grafikkarte rendert. Weil OMSI ja bekanntlich null mit der Grafikkarte zu tun hat, kann ich mir das schenken. Heilsiefen? Was? Hoppala. Hoppala. Hab außerhalb des Bildes geklickt. Was willst du denn? Bitteschön. Also, wie heißt die Haltestelle? Heidsiefen. Aha. Okay. So, so. Jo, und ja, mich wir jetzt hier rechts. Ja, wir fahren auch eher über Land. Wäre sogar mehr was für einen Überlandbus gewesen. Aber ist ja nicht schlimm. Also wie gesagt, ich nehme jetzt mit OBS Studio auf. Das heißt für mich höhere Bitrates. Das heißt für euch bessere Qualität in den Videos. Und das ist absolut richtig. Also wie gesagt, das heißt für euch dann auch bessere Qualität. Und es sind halt im Endeffekt schönere Videos mit mehr FPS. Weil das halt über die Grafikkarte rendert und nicht mehr über den Prozessor. Heißt, unser Prozessor wird weniger beansprucht. Wo muss ich denn lang? Hat sich diese Person hier... Ach nee, 459, da habe ich mich verlesen. Tag, Kollege. Ich fahre mal um dich rum, so hier so. Oh, guck mal, hier ist eine Baustelle. Macht ja nichts, ist ja kein Verkehr. Jö. Ja, am Donnerstag ist ja auch wieder Stream, Livestream. Das heißt, da wird wieder fleißig vor sich her gestreamt. Was letztendlich gestreamt wird, weiß ich noch nicht. Wer letztendlich dabei ist, weiß ich auch noch nicht. Werden wir sehen. Aber ich denke mal, da finden wir schon was. Wenn auch was witzig ist, was wir da streamen können. Ne? Aber ja, bis jetzt immer. Wenn es ein anderes Spiel wird, ist auch nicht schlimm. Ich meine, OMSI auf jeden Fall. OMSI kommt ja immer. Aber es kann ja auch ein anderes Spiel sein. Das könnt ihr ja dann spontan schreiben. Das können wir da ja dann gucken. Hä? Ach, du bist so blöd. Hallo. Guten Morgen. OMSI leggere du? OMSI. Danke. Ja. Also ich bin heute den ganzen Tag... Ja, das ist gut. Muss man gerade ein Stück vorfahren. Mein Bus reparieren lassen. Der Idiot mir da drauf geballert ist. Er hat aber auch nicht drauf, ne? Der hat es auch nicht so ganz drauf. Der Kollege. Also ich habe ja nichts Schlimmes gemacht. Ich habe ja nicht mal irgendwie abrupt gebremst. So, gucken wir mal. 59, hier müssen wir rechts. Hätte ich jetzt hier eine Busspur? Ne, habe ich nicht. Das ist ausgeweist. Dingens, aber hier wird es zur Busspur. Interessant zu wissen. Oh Moment, hier ist doch der Zoo. Hier sind wir doch auch schon hingefahren. Ach ja, genau, was mir gerade noch so einfällt. Was interessant ist bei OBS Studio, der Windows, also ich sag, beziehe es mal auf den Windows 10 Media Player. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Betriebssystemen auch der Fall ist. Der Windows 10 Media Player ist zu blöd, tatsächlich den Audio-Codec vernünftig auszulesen.
weswegen der einfach keinen Sound hat. Das hat mich in Wahnsinn getrieben, als wir dann aufnehmen wollten und dann hat er nicht geklappt und hatte keinen Sound. Ich dann mal irgendwann auf die habe ich so echt gedacht, das ist so bekloppt, weil du hast in OBS hast du Pegel, da sind alle Soundgeräte eingetragen, alles richtig, hast aber trotzdem keinen Sound, weißt du? Und dann denkst du dir, jawohl, hey, was ist denn hier jetzt kaputt? Wie ich da mal geguckt habe, okay, der macht das mit Windows Media Player auf. Nimmst du mal VLC. Und letztendlich VLC war die Antwort. Weil Windows Media Player ist einfach zu blöd, das zu öffnen. Das ist eigentlich der ganze Zauber dahinter. Haben wir noch Haltewünsche an der zweiten Tür? Nö. Dann kommen wir ja wieder los. Tschüss. Aber naja. Kann man nichts machen. Gerendert wird es ja eh. In MP4 und mit anderem Codec und. Hier, sag schnell. Ne? Für YouTube. Das formatiert es ja auch nochmal um. Wenn ihr Ruckler seht, dann ist das tatsächlich nicht OBS, sondern dann ist das OMSI. Das ist OMSI. Ach, guck mal, ich darf fahren. Coole Sache. Geile Sache. Da fahre ich jetzt noch. Der Josh würde jetzt sagen, das ist so eine Zwei-Auto-Ampel. Ich glaube, hier sind wir auch lang gefahren in dem 3-Stunden-Special. Das könnte es sogar tatsächlich sein. Oh Gott, ja, das ist aber. Das ist wirklich so eine Ampel, da können nur zwei Autos drüber. Nee, das ist aber. Solche Ampeln mag ich nicht. Genauso wenig wie ich Busfahrer mag, die dann die Klimaanlage bei solchen Temperaturen nicht anmachen. Wenn du da wirklich so Leute hast, die machen dann das hier aus, Dachluke zu, weil der braucht schon Luft. Mag ich nicht. Also für mich, also find ich finde das halt doof, weil dann sitzt du da und schwitzt im Bus, und denkst du, jawohl. Und dann sind die Klappfenster abgeschlossen und nur die Dachluken offen. Und im Prinzip die Fenster, quatsch, die Klimaanlage aus. Das finde ich blöd. Aber ich verstehe das mit diesem Klappfenster abschließen. Verstehe ich generell nicht so. Weil, das macht ja keinen Sinn. Oder ist da irgendwas dann beeinträchtigt, weswegen man die abschließen müsste? Aber meine andere Sache auch noch, die ich mal direkt in dem Zusammenhang auch fragen könnte: Werden bei euch auch die Klappfenster abgeschlossen? Ja, nein, vielleicht? Oder gibt es bei euch auch überhaupt? Wie kennt ihr das aus euren Verkehrsbetrieben? Weil Andi, meine ich, er hat mir schon mal erzählt, bei denen steht dann sogar irgendwie noch dran, an manchen Klappfenstern, wird vom Fahrer gesteuert, also wird vom Fahrer auf- und abgeschlossen. Was ich hier eigentlich relativ bekloppt finde, weil die sind ja eigentlich dazu da, dass sich die Fahrgäste da frische Luft in den Bus halt machen können, wenn sie das brauchen. Gut, kann halt natürlich sein, dass dadurch die Klimaanlage beeinträchtigt ist, ne? Das weiß ich natürlich nicht. Und hier dürfen wir nur 30 fahren, das war doof. Das finde ich aber doof. Kannst ja quasi rollen lassen. Yay. Jetzt wollte ich tatsächlich, eigentlich wollte ich Hamburg-Harburg gefahren sein. Oh, da fehlt was. Wollte ich Hamburg-Harburg gefahren sein. Aber da fehlt mir eine Textur. Also zumindest habe ich die Karte jetzt schon mal so weit, dass sie lädt. Aber mir fehlt da eine Textur. Und irgendwas ist da mit Skripts von irgendwelchen Scenery Objects falsch. Aber sonst scheine ich alle Objekte zu haben. Und auch richtig zu haben. Das heißt, mir fehlt im Prinzip nur die Textur. Morgen. Tschüss. Dann sind wir auch schon an der letzten Haltestelle angekommen, habe ich so das Gefühl.
Darf ich? Ja. Doch noch nicht am letzten. Doch, wir sind ja da. So, 59. 59, 59. Hier hinten. Das war nicht so geplant. Hoppala. So. Machen wir Motor aus. Bremse rein. Und Kneeling. Komm. Sind wir so nett. Sind wir ein netter Fahrer und Kneeling. Wir sind 41 Sekunden zu spät. Haben im Prinzip eigentlich keinen Unfall, außer der eine Assi, der mir da reingeballert ist. Aber da kann ich nichts für. Ne? Ja gut, Fahrschule. Hat hier 7 nicht sowas wie Pause? Ne. Regionalverkehr Lemmtal. Perfekt. Passt. Machen wir hier Pause. Und das Türchen noch zu. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, haut in die Kommentare, was ihr in die Kommentare hauen wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.